Ludwig und ich, wir waren Freunde. Und mehr als das. Wir fuhren zweier ohne. Dazu muss ich ein paar Dinge erklären. Wir hatten beide schon einige Erfahrungen mit dem Rudern, aber zweier ohne ist etwas Besonderes. Es ist die Idee des perfekten Einklangs. Es gibt keinen Steuermann, deshalb zweier ohne. Herr Druck! Kommt! Weil jeder nur auf einer Seite zieht, mussten wir gleich stark sein, damit sich das Boot nicht im Kreis dreht. Wir waren ungefähr gleich groß, gleich stark und wir dachten dasselbe. Frequenz hoch! Okay! Wir waren ein gutes Team. Nein, das ist nicht ganz richtig. Wir waren das perfekte Team. Dabei war ich mir anfangs gar nicht sicher, ob Ludwig zu mir passt. Es war kurz nach den Herbstferien, mitten im Schuljahr. Da habe ich Ludwig zum ersten Mal gesehen. Mach schon, Blondie! Wir wollen was sehen! Gib alles! Was ist das denn für ein verdammter Spinner, ey? Ja, hol lieber ein paar Gewichte, sonst fliegt er uns voll weg. Na, schon erleuchtet? Na klar, ein Albino. Die stehen unter Naturschutz. Ey, ich hab sogar gehört, der hat sich von der Eisenbahnbrücke abgesetzt. Was? Der Zug hat fast einen Herzinfarkt gekriegt. Das Ding ist ja aus dem Internat geflogen. Und das war nicht das erste Mal gewesen. Es gab einen Haufen komischer Geschichten. Ja, mal her.